So, da bin ich wieder. Ich war gerade bei der Bank gewesen, habe ein bisschen Geld geholt, dass ich quasi jetzt Essen fahren kann. Klinken noch und Schulterblick und Rückspiegel und alles gleichzeitig. Man muss ja erst in den Spiegel schauen, genau. Dann macht man quasi den Außenspiegel, also erst den Innenspiegel, dann den Außenspiegel, dann hat man schon geblinkt und dann hat man dann schon mal den Schulterblick nach links oder nach rechts, je nachdem, wo man jetzt fahren möchte, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Genau. Erst den Innenspiegel, dann in den Seitenspiegel, wenn frei ist, blinken, dann nochmal Schulterblick und voilà, wir sind nicht im Auto gefahren. So. Hier Eisdeal. Wenn ihr Eis möchte, gibt es gleich 3 Stück auf einmal. Hier in der Burg müsste es eigentlich noch dieses Kino geben. Ich weiß es zwar nicht, weil ich war wirklich so lange nicht mehr hier gewesen. Ich muss auch das Licht anmachen. Das ist die Burg von Büding, die gibt es auch schon so etliche 100 Jahre und ja, gut erhalten. Das haben die mal irgendwann auch erneuert gehabt, das haben sie ein bisschen rumgemacht, dann war das mal komplett hier gesperrt und das Kino gibt es auch noch hier. Schön. Hier ist auch dieser neue Batman-Film, da läuft Ice Age 4. Ja, hier kann man dann sich ein Haus zulegen, Bekleidungsgeschäft und hier kann man wieder was essen. Eigentlich sehr schön die Altstadt. Die Straße haben sie ja komplett neu gemacht gehabt. Das war früher auch so mit diesem mit dem Stein, aber es war irgendwie ja, alt und man will ja was Neues, was Schickeres und ja, das ist halt die Altstadt von Büding. Hier gibt es auch eine Ampel, die nicht angeschaltet ist, aber die stört uns nicht. Hier kann man nochmal parken, hier kann man nochmal trinken, hier kann man alles machen, hier kann man rumlaufen und ja, die Stadt genießen. So, ich war extra langsam. Hier war früher mal ein Dönerladen, der ist immer noch hier. Gibt. So. Genau. Wir fahren mal ein bisschen langsam. Hier ist noch etwas älteres Gebäude. So. Wir fahren natürlich rechts. Ganz rechts. Wir fahren immer noch hier mit Tempo 20 lang. So. Altstadt. Hier müsste auch irgendwo ein Schild geben, wie lange es schon hier gibt. Ja. Und ich müsste jetzt einfach mal im Internet gucken. Seit 1494 habt ihr es gesehen, das eine Gebäude, was da schon steht. So, jetzt soll ich ein schneller. Und, und ich muss eine Aufnahmepause machen. Weil, das ist ja unglaublich. Also, ich muss gleich eine Aufnahmepause und, ich habe jetzt so lange gefilmt gehabt, was wirklich erstaunlich ist. Dass die Batterien jetzt schon fast leer sind und ich habe kein Ladegerät fürs Handy. Ich müsste mir eigentlich mal so ein Ladegerät fürs Handy eigentlich mal kaufen, dass ich quasi auch unterwegs quasi das Handy laden kann, weil es wird ja schnell leer. Ich spiele ja jetzt nicht am Handy, aber durch diese Aufnahmen ist ja das Handy ja immer an und deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt so lange weiter, bis das Handy ja, seinen Geist aufgibt. Gut, ich will jetzt auch nicht so allzu viel jetzt aufnehmen. Es gibt nicht mehr was Besonderes. So, es gibt fährt er rückwärts, aber wir müssen vorwärts fahren. Ja, da komme ich aus dem Tuschen, hat aber einen großen Motor drin, aber jetzt gibt er Gas und wir hängen wieder an ihn wie so eine Klette. Und den Laden gibt es auch schon etwas länger hier aus München. Ja. Ein bisschen Werbung machen. Wie teuer ist der hier? 1,58. Der war auch schon mal günstiger gewesen. Hier sind 3 Tankstellen an einer. Hier. Da, die war die andere. Die ist auch nochmal zu meiner anderen, die günstige. Da gehen wir auch gleich essen. Also nicht auf den Tanksäule. Hier ist es super 1,57. So wie es ist, sogar 1 Cent günstiger. Aber wir wollen ja nicht tanken, sondern wir warten bis Montag, dann müsste es eigentlich günstiger sein. Wenn nicht, habe ich Fisch gehabt, dann muss ich ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber wir fahren erstmal rechts, also links, fahren den McDrive. Wir fahren zum Drive-In. Ja. Bitte hier zahlen, okay. Was tun wir denn?
Genau, schon mit der meisten sind wir so ein Hamburger und drei Cheeseburger. Und dann war es das eigentlich. Ja, ich hole mit der meisten immer Cola Light. Ja, wo es das eigentlich schwachsinnig ist, aber durch den großen Hamburger, aber naja. Wo ich dürfte eigentlich gar nicht mehr essen. Aber naja, solange ich noch keine 120 wiege, ich werde auch mal irgendwann wieder mal, ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr so lange, sonst müsste ich hier wieder eine Aufnahmepause machen und egal. Ich müsste wieder mehr Sport machen. Ich habe jetzt irgendwie nicht die Zeit gefunden. Mein Fahrrad ist defekt. Ich könnte zwar reparieren, aber ich habe irgendwie keine Lust. Und ich hoffe, das wird wahrscheinlich stauen noch hier. Ach nee, der fährt jetzt der erste. Gut, der wird erstmal bestellen nochmal hier. Der muss hier warten vor uns. Wir müssen auch noch warten. Und so, jetzt geht's voran. So, können wir jetzt gleich bestellen. Okay, dann können wir jetzt gleich bestellen. Der geht jetzt auch nicht. Den Big King XXL. Als Maxi-Menü, eine Cola Light, eine Mayo und zwei Cheeseburger. Also in der Cola auch ohne Eis. Das war's. Das war's. Jo, danke. So, siehst du mal, sogar nicht versprochen. Siehst du mal hier. So, ich will hoffen, dass es schnell dauert. Dann kann ich das nämlich komplett mit aufnehmen. Wir haben jetzt gerade 3 Minuten aufgenommen, liegt noch in der Zeit, ja. Ungefähr 2-3 Minuten haben wir noch Zeit und dann sind wir eigentlich schön aus dem Schneider und das Handy meldet sich wieder. Ich bin jetzt gleich an der Kasse, wo ich das Essen bekomme und Aber ich will jetzt die Aufnahme so kurz wie möglich halten, wie ich das in den Vorrängen gesagt habe, dass ich einfach das Video das Video abspeichern kann, bevor mir das Handy ausgeht. Kann natürlich sein, wenn jetzt das Handy ausgeht, dann wäre jetzt die Aufnahme futsch. Aber die Aufnahmen, die ich davor gemacht habe, die sind gespeichert auf den, auf der Speicherkarte und das ist mir wichtig. Und das ist so halt, wie ich das mir vorstelle. Und wir kommen jetzt gleich in die Kasse. Guck, jetzt fahren wir ein Stück vor, jetzt geben wir unser Essen und alles ist schön und gut. Hallo. Bitte? Nee, ohne. Okay. Jo, gleich halt, ups. Tschüss. Ups. Ich habe es ein bisschen verschüttet. Ja. Aber was ich nicht verstehe, warum sie die Strohhalme schon unausgepackt die Kunden immer geben, verstehe ich nicht. Bei den anderen Laden ist es so, da ist es noch, da musst du das quasi noch auspacken. Das ist wesentlich hygienischer wie jetzt das hier. Aber naja. So, das war's von McDrive. Ich würde mal sagen, ich mache wieder eine Aufnahmepause, damit die auch wirklich gespeichert ist. Die Aufnahme und ich bin ja alleine hier im Auto. Ich melde mich gleich wieder und beim Essen und macht euch einen schönen Abend. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag und frohe Weihnachten, frohe Ostern und was dann noch alles ansteht, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und tschüss!